Activision präsentiert eine Begegnung mit der Vergangenheit. Entwickelt von Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Hi und willkommen zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Als Sony mit der ersten PlayStation ins Konsolengeschäft einstieg, stellte Crash Bandicoot so etwas wie das obligatorische Jump'n'Run-Maskottchen dar. Nintendo hatte Mario, Sega hatte Sonic und ob Crash das wirklich für Sony symbolisierte, darüber kann man sich streiten. Als es später auch Ausflüge gab auf die Konkurrenzkonsolen wie auf den Game Boy Advance oder auch GameCube, stellte Sony den Support so ein bisschen ein. Es gab immer wechselnde Publisher und Entwickler und irgendwann wurde es ganz ruhig um den Beuteldachs. Ja, das ist ein Beuteldachs. Ich glaube, das letzte richtige Crash-Game erschien 2010 mit Crash Nitro Kart. Es gab einen Ausflug im letzten Skylanders, aber jetzt bekommen wir mit Crash Bandicoot Insane Trilogy Remakes von Crash Bandicoot 1, 2 und 3 von der PlayStation 1. Die habe ich nie wirklich durchgespielt, immer ein bisschen angezockt, aber ihr wisst, ich als alter Nintendo-Fanboy und zu der Zeit in den 90ern hatte ich auch nicht so als Schüler das Unmengen an Geld, dass ich mir jedes Spiel hätte kaufen können. Jetzt möchte ich es mit euch nachholen. Es wurde ordentlich aufpoliert von PlayStation 1 auf PlayStation 4 Grafik. Ich würde sagen, wir schwingen keine langen Reden. Ich kann auch genug quatschen während des Spiels. Let's go, Crash Bandicoot 1. Und ich bin schon sehr gespannt. Endlich haben wir die Gelegenheit, das mal nachzuholen. Als ich es im letzten Test mal hatte, Crash Bandicoot, haben viele gefordert, dass ich Let's Playen soll. Okay, jetzt hiermit mit dem neuesten Titel. Ich halte die Klappe beim Opening. Aber Dr. Cortex, wir haben die Ursache vergangener Fehlschläge noch nicht ergründet. Idiot! Dieser Beuteldachs wird mein General sein, der meine Cortex-Kommandos zur Weltherrschaft führt. Dieses Mal werde ich triumphieren. Wir sind näher dran als je zuvor. Schnell hinein in den Vortex. Aber Doktor, Cortex, der Vortex ist noch nicht bereit. Sie wissen nicht, was passieren könnte. Wieder versagt! Schnapp ihn! Oh-oh! Bereitet den weiblichen Beuteldachs vor! Und da laden wir auch schon den ersten Level Insanity Beach! Wenn ich dran denke, werde ich immer noch ein paar Ausschnitte aus meinem Let's Test Original Crash Bandicoot mit reinschneiden. Willkommen zu Let's Test Crash Bandicoot! Dr. Cortex, the Vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him! Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Einfach um die grafischen Unterschiede zu verdeutlichen. Die sind nämlich immens. Spielerisch bleibt alles beim Alten. Beim guten Alten. Erstmal zur Steuerung, die ist denkbar simpel. Mit dem Control-Stick steuern wir den Helden und bewegen ihn. Mit X springen wir und mit dem Viereck machen wir eine Wirbelattacke, das ist ein Extra-Leben. Und ansonsten sammeln wir Äpfel, als wären es Münzen oder Ringe. Crash steht auf Äpfel, ja. Wir bewegen uns und Inventar auf dem Dreieck. Wir bewegen uns in einer 3D-Welt, das war ja damals relativ neu.
Das sind trotzdem, ich will nicht sagen lineare Level, aber mit Mario 64 zu der damaligen Zeit ist es dann trotzdem nicht zu vergleichen. So, auf Gegner können wir draufspringen oder sie wegwirbeln, wie bereits gesehen. Und so holen wir immer das Maximale aus den Kisten heraus, also nicht direkt zerstören. So, das war die zweite dieser Masken, die uns begleiten. Für eine dritte Maske gibt es dann Unverwundbarkeit. Ich glaube, das sehen wir gleich. Ja, die 3D-Umgebungen waren damals ziemlich neu, haben einige Spiele danach nachgemacht. Zum Beispiel, spontan fallen mir die Hugo-Spiele in 3D ein. So, Kisten mit einem C drauf ist ein Checkpoint. Jetzt gibt es die dritte Maske, das heißt Unverwundbarkeit. Pium! Ich mag den Humor. Crash ist halt ziemlich durchgeknallt, das muss man ihm nachsehen. Zack. So, und wer die 100% will, der muss auch beide upsasa Wege gehen. Ja, in die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen reinfinden. Ist ja gut, Leute. Ich gehe den linken Weg. Crash-Fans werden sich bei meinem Gameplay sowieso an den Kopf fassen, aber wie gesagt, ich habe es nie gespielt, deswegen lasst mir meine Freude an diesem neuen Titel und lasst es mich damit kennenlernen. Und vielleicht auch die eine oder anderen von euch, die die Originale nicht gespielt haben, aber wer sie gespielt hat, kann auch gerne in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist. Crash Bandicoot 1, Crash Bandicoot 2, der Zorn des Cortex oder Crash Bandicoot 3, Warped. Also ich habe nur Positives von den Crash Games bisher gehört, hat viele Fans und keinen, der sie wirklich abstößt, abneigt. Okay, wir haben 39 von 49 Kisten eingesammelt. Ich glaube, die 10 fehlenden Kisten sind halt an dem Weg, aber wie hätte ich die zerstören können? Dafür gibt es erstmal eine Bestrafung. Also die 100% sind immer nur, wenn du alle Kisten sammelst. Ich habe aber schon gehört, das Spiel wird später richtig schwer. Der Kollege Sui Shomaro hat es mir auch in der Let's Test-Rubrik in die Kommis geschrieben damals. Und ich glaube das. Ich freue mich drauf. Eine gesunde Herausforderung, immer gern gesehen. Aber alle Kisten zerstören, lasse ich dann jetzt doch mal ein bisschen gediegen angehen. Ich gebe mein Bestes, ich mache, was ich sehe und so. Aber ist für mich keine Pflicht. Ich genieße die Level und habe quasi ein neues Abenteuer für mich. Und ich hoffe, ihr habt auch genauso Bock drauf. Jungle Rollers. Der zweite Level. Über 100... Ah, jetzt habe ich das zerstört. Jetzt kann ich da oben nicht mehr dran. Im ersten Level hatte ich es noch richtig gemacht. TNT sollte ich auch in Ruhe lassen, was? Ja, wenn ich das glaube... TNT war, glaube ich, wenn ich die attackiere, dann explodiert das direkt. Und ich nehme Schaden, springe ich drauf, explodiert das in 3 Sekunden. Da läuft der Timer dann da ab. Ja. Leute, ich sag mal so, ich hätte auch nichts gegen die typische 32-Bit- oder 64-Bit-Grafik von der PS1 gehabt. Finde das ja ziemlich cool. Aber auch diese HD-Optik weiß zu gefallen. Ich meine, für 2017 wird es da einige geben, die sagen, nee, aber das muss noch besser aussehen auf meiner PS4 Pro oder meine Xbox One X kann das noch viel besser. Oder oben habe ich was erblickt. Komme ich denn da hoch? Aber für mich reicht's. Also was willst du bei einem Crash Bandicoot, bei so einem bunten Spiel, sag ich einfach mal, noch großartig bessere Grafik einbauen? Es sieht doch schön aus. Hat was für sich. Die Level wirken jetzt noch ein bisschen simpel. Ich glaube, das wird sich im Laufe des Abenteuers... Ihr müsst verstehen, das war für die Entwickler damals absolutes Neuland. So. Boah, komme ich an das extra Leben ran? Leider nicht ohne Schaden zu nehmen. Weil ich auch überhaupt nicht sehe, wo ich Schaden nehme. Ich habe keine Energieleiste, ich habe kein... Nichts. Ich glaube, bei genug Treffern bist du halt einfach down. Wäre so ein Schwachsinn, dann Unverwundbarkeit einzubauen, wenn du es eh bist. Okay, alle drei von unserer Freundin. Ist es unsere Freundin? Ich habe generell bei der Story ein bisschen gekrübelt, was es überhaupt ist. Soll das einem sagen und vermitteln, dass Crash eigentlich ein ganz normaler Beuteldachs war und wegen, wegen dem guten Cortex oder wegen dem bösen Cortex dann letztendlich so gemacht wurde, wie er jetzt ist. Was zur Hölle wollt ihr hier von mir? Die Alte wurde wieder entführt, ich hab's mitbekommen. Ich muss da drauf, das ist nicht ganz 2D, das ist 3D. Okay.
Ist in Ordnung. Also wenn ihr da Hintergründe zur Story wisst, auch das gerne in die Kommentarsektion. Hab's ja gesagt, die Entwickler und Publisher, die ändern sich immer wieder. Über all die Jahre immer neue. Am Anfang war Sony der Publisher und Naughty Dog der Entwickler. Das ist nicht mehr so. Inzwischen ist Activision erstmals der Publisher und der Entwickler Vicarious Visions. Ihr habt es ganz am Anfang gehört. Übrigens, wunderbare deutsche Synchronisation. Das gehört gelobt. Und ansonsten habe ich bisher auch nichts zu bemängeln hier. The Great Gate. Ich glaube auch, dass es genau das ist, was es verspricht. Die Crash Bandicoot Games in HD. Aber ob es noch den einen oder anderen neuen Level gibt? Oder ich glaube, ich habe was von einem DLC gehört. Muss man mal sehen. So, The Great Gate. Wollen wir mal. Ah, die eine Kiste falsch zerstört. Na, was soll's. Nichts ändern. Geil. Und der Abdruck noch. Ich mag den Humor. Ist cool. So, jetzt sind wir ein bisschen 2D unterwegs. Mit unsichtbaren Mauern, die uns daran hindern, ich sag mal, hier von der Brücke runterzufallen. Also Abwechslung, in der Tat. So, da traue ich mich jetzt nicht so ganz. Achso. Ja. Das ist der Punkt. Diese Akku-Akku-Masken sind quasi unsere Schutzschilder. Wir können uns von einem Gegner oder den TNT oder irgendwas nur treffen lassen, wenn wir noch so eine Maske haben, die um uns rumfliegt. Verstehe voll und ganz. So, drehen wir das um. Lernen wir denn noch andere Fähigkeiten und Moves? Und wenn es im zweiten oder dritten Teil ist? Auch das wüsste ich gerne. Ja, es ist ein Community-Projekt, kann man wirklich sagen. Ist an für sich jedes Let's Play auf meinem Kanal, aber nur mit der Schildkröte hätte ich da oben rankommen können. Aber gerne eure Meinung zu dem Spiel. Und gerne helft mir. Helft mir einfach. Seid mit dabei. Was will er denn? Buschmensch. Zack, wunderbar. Alter, wie viele Extra-Leben ich schon habe. Na gut, vielleicht brauche ich die später auch, wer weiß. So, hier ist ein bisschen Moos, rutschig. Affen! Auch schon lange nicht mehr, aber ich finde es echt episch, wie die teilweise weggeschleudert werden. Was ist mit dir? Ich dich auch. Ups! Ah! Na gut, dann gehe ich einfach mal weiter und lass dich leben. Das erinnert mich ziemlich stark an das Crash Bandicoot für Game Boy Advance. Welches, glaube ich, auch ausschließlich? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall baute es auf 2D-Level. Was? War der TNT? Ich bin ein bisschen unvorsichtig. Das muss ich abstellen. Ich muss gucken, was zu tun ist. Kann ich ein Level nochmal machen? Den Bonus-Level hier? Late Bonus. Ist ja in Ordnung, Mann. Bam. Zack. Extra Leben. Kisten auch noch Die ganze Physik, wie ich mich in der Luft bewege und so, muss ich wirklich noch kennenlernen. Ich stelle fest, er sinkt wie ein Stück Klotz, wie ein Betonstein, wie ein Ziegelstein. Okay. Zack, Kisten zerstören. So. Oh yeah. Leider bekommen wir die Dame nicht. Das war im Original ein bisschen sehr anders, das Opening mit... Wie heißt sie denn? Wie ist ihr Name? Barry? Ich nenne sie wie Conkers Freundin. Sie erinnert mich irgendwie an Conkers Freundin Barry. Das ganze Verhältnis und so. Das ist schon ein Levelende. Wieder fehlen 10 Kisten. Und die sich immer verstecken. Nein! Da sind sie doch, die 10 Kisten. Ich habe sie genau gesehen. Und die Mimik und Animation von Crash sind auch erhaben. Erhaben ist ein sehr schönes Wort dafür. So, die Wumpa-Insel. Ich kann noch nichts zum Umfang des Spiels sagen. Wirklich nicht. Ob wir das jetzt in 10 Parts oder in 100 Parts durchspielen werden. Ich denke mal, keins von beiden. Dazwischen wird die Wahrheit liegen.
aber weiß nicht. Weiter geht's mit Boulders. Also die Levelnamen wurden englisch gelassen. Okay. Jetzt das Ganze aus dieser Perspektive und ich glaube zu wissen, was mich da erwartet. Also kenne ich doch noch mehr als 2-3 Level. Achtung! Er guckt doch nochmal zurück. So, Reaktion wird hier groß geschrieben. Gut, da habe ich eh alle Zeit der Welt, theoretisch. Da hätte ich die Kiste auch ausjumpen können. Ja, und die Mucke, ich würde sagen, solide. Gibt natürlich ein paar Tracks, die legendär sind und Oldschool-Gefühle in eine vorrufen. Und ich bin mir sicher, die wurden auch mit bestem Wissen und Gewissen geremastert. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass ein Crash Bandicoot-Soundtrack legendär ist oder unvergesslich irgendwo. Bislang, also ist nichts Schlechtes dabei, aber solide. Ist doch wirklich schön. Schöner Begriff bis dahin. Aber vielleicht gibt es noch einen Soundtrack, der mich aus den Socken haut. Wie er schon schaut beim Rennen. Also er ist nicht so der typische Superheld. Er ist ein kleiner Drecksack. Und Angeber und Poser. Der Crash. Kein Weltenretter Sonic, kein Super Mario, der unermüdlich jumpt. Der schnauft auch mal wie ein Walross. So, was haben wir denn da? Ein Diamant? Perfekt, das heißt, ich habe alle Kisten. Oho, sieh mal eine an. 100% alle. Die Wumpa-Inseln. Es bedarf nicht viel zu kombinieren, dass die Wumpa-Inseln wohl die erste Welt sind oder darstellt. Upstream! Das war auf dem See. Das war das Wasser. Mhm. Aber dann hört meine Zuständigkeit wirklich auf, denn ich glaube zu wissen, dass es Let's Test zu Crash Bandicoot damals auch hier in diesem Level endete. Ja. Oh, das sieht aber echt nice aus. Bugadaga. Ohne Witz, ich sag's auch gerne nochmal. Der Sprecher, der klingt für mich ein bisschen wie hier von Mumbo. Crash Bandicoot. Ach, ja genau. Banjo-Kazooie. Wugadaga. Wer weiß, ich bin mir sicher, es gab damals nicht allzu viele Schamanen-Synchronsprecher. Wird schon derselbe Typ sein, oder? Eckampokkan, Eckampokkan, Wudubu, Wudubu. Was war das, Moos? Ohne Moos, nichts los. Ja, das war... Ja, ihr habt's gemerkt. Meine Güte, da kann ja noch weniger schwimmen als Sonic. Und Sonic kann nicht schwimmen. So, zack. Muss ich da gucken oder schnell sein? Okay, schnell sein. Ich dachte, der schließt irgendwann sein Maul. Hast du mich erschrocken? Die Pflanze auf dem Wasser. Habt ihr stabile Blätter, muss ich aber auch mal sagen. Könnt so einen Beuteldachs einfach tragen. Also ich habe mich nochmal informiert, damit ich wirklich nichts Falsches sage. Ein Beuteldachs ist es definitiv. Wurde zwar auch gesagt eben schon, aber... Ich glaube, da war man sich früher zu PS1-Zeiten auch ein bisschen uneins. Was das überhaupt für ein Tier ist. Gab's die verrücktesten Vorschläge, aber Beuteldachs ist das Richtige. Thema 100%. Zwar sind wir mit den Kisten nicht immer ganz perfekt dabei, aber... Warte, mach das lieber so, so kommst du da oben nicht mehr ran. Aber diese Bonus-Level, also diese drei... Was soll ich's nennen? Freundin-Gesichter. Kriegen wir bisher auf die Kette. Jetzt habe ich das eine Extra-Leben weggehauen, kann das? Um die zweite Kiste zu zerstören, habe ich das andere, das erste One-Up irgendwie weggeschleudert. Na, herzlichen Glückwunsch. So. Ja, aber ansonsten funktioniert es ganz gut. Ich muss mich zwar an die Steuerung gewöhnen, aber sie ist absolut fair und gut. Das hatte ich befürchtet. Die Pflanze hat verdächtig viel Appetit. Das macht ein gutes Spiel auch immer aus. Eine gute Steuerung, die funktioniert, fair ist und überhaupt. Löffelende! Es fehlen leider 3 Kisten. Keine Ahnung, wo die waren. Das hilft mir schon jetzt, in jedem Level irgendwie auf den Sack zu bekommen, weil ich auch so schlecht bin. Aber naja. Und du mit deinem
Blätterbärtchen und deinen coolen Holzaugenbrauen. Deinen vier Federn in den Farben Blau, Gelb, Orange und Pink. So, einen kriegen wir noch. Papu, Papu. Ach, das ist sogar ein Boss. Das ist ein Boss-Typi. Wo ich das wohl weiß, ne? Ich kenne das aus dem Trailer. Ja. Natürlich. Ein sympathischer Kerl, wie er im Buche steht. Papu, Papu. Jetzt bin ich gespannt. War klar, dass es nicht so einfach geht. Aber irgendwie... Ja. So stirbt man. Ist ja legendär. Ich muss gucken und das Bossmuster verstehen lernen. Dem guckt aber auch hier so... Das Klempner-Outfit ein bisschen... Oh! Davon sterbe ich instant. Okay. Das ist das Maurer-Dekolleté, sagt man ja. Hm. Aber muss ich dann vielleicht angreifen? Wenn er gerade so blöd zugeschlagen hat? Vielleicht auf den Stock oder so? Was zum Teufel? Oder eben einfach auf die Birne jumpen? Hm. Erster Boss kann ja gar nicht so krass. Ja, auf die Birne jumpen. Könnte ich das nicht die ganze Zeit theoretisch? Wir tun uns aber einen Gefallen, damit es zu tun, wenn er gerade stillhält. Jetzt zum Beispiel. So, laut Energieleiste 5 Treffer sind vonnöten. Lässt er sich noch was einfallen? Oh, ist das fies. Ich berühre ihn nur. Hat der Schweiß aus Gift oder was ist das? Warum sterbe ich instant, wenn ich den... Naja, Videospiellogik. Besagte Zeit. Berührung ist gleich tot. Das ist der Boss. Auf so übelst giftige Pflanzen draufjumpen, das ist in Ordnung. Aber ihn schief angucken, das wird sofort mit der Hölle bestraft. Ist in Ordnung. Ich bewege mich so gewitzt, weil ich nicht möchte. Ich glaube, der trickst mich nochmal aus gegen Ende. Dass er mich, dass er dahin schlägt, wo ich bin. Ich glaube, er wird immer schneller, oder bilde ich mir das ein? Und tschüss, Mann! Geh baden! Hey, Peace! Doppel-Peace! So, damit hätten wir Papu platt gemacht. Papu platt. Doch, schön. Ich finde es auch ein schöner Schlusspunkt für diesen ersten Part. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Bleibt auf jeden Fall dran. Eure Meinung könnt ihr erst nach dem dritten Teil bilden. Weil, naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber bleibt auf jeden Fall dran. Ich zocke sie alle hintereinander. Idee wäre auch, in jedem Part zu wechseln. Crash Bandicoot 2. Spaß. Okay. Daumen hoch oder Daumen runter. Crash Bandicoot wird immer bunter. Bis zum nächsten Mal. Bleibt unbedingt dran. Ich sag bis dann und ciao.